This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht es darum, ob dicke Menschen mehr Gifte eingelagert haben, wo dann dran das liegt, dass man Fett ansammelt oder warum es sein kann, dass man so viel abnimmt. Der echte bzw. falsche Körper von Menschen oder wie man das nennen mag, gesundes Gewebe oder vergiftetes falsches Gewebe, wie auch dem, wie man das nennen mag. Also, zuerst mal zu dem Thema so, ob dicke Menschen mehr Gifte eingelagert haben. Es ist nicht unbedingt so, dass wenn jemand mehr wiegt oder mehr Fett hat, dass er dann mehr Gifte eingelagert hat. Also ich fand diesen Vergleich ganz schön, den habe ich mal bei Lauren Lockman gehört. Der hat ein Fastenzentrum in Costa Rica. Und Menschen, man kann es, die dick sind, das kann man gut mit dem Bankkonto vergleichen. So. Weil jemand viele Bankkonten hat, heißt es, dass er viel Geld hat. Nicht zwangsläufig so. Genauso, wenn jemand wenig Bankkonten hat, wenn jemand nur ein Konto hat, heißt es, dass er, ja, wenig Geld hat. Nein, nicht unbedingt so. Es kann auch sein, dass der auf jedem Konto einen Cent drauf hat, auf jedem Konto Minus hat. Und genauso kann es sein, dass jemand mit einem Bankkonto da 2 Millionen drauf hat. Und ja, es ist eben so, der Körper braucht schon das Fett, um Gifte dort einzulagern. Und es gibt eben einfach zwei unterschiedliche Typen, sage ich jetzt mal grob eingeteilt. Es gibt die Leute, die Gifte einfach erstmal innerlich einlagern, in das innere Fettgewebe oder in die anderen Gewebe noch innerlich einfach. Und die nehmen dann erst zu, wenn der Körper wirklich schon komplett voll ist von Giften. Und dann gibt es eben so Typen, die schneller äußeres Fettgewebe und diese zusätzlichen Pfunde anlegen. Ich meine, ihr kennt bestimmt sicherlich Leute, die essen den ganzen Tag nichts, die essen ein Brötchen am Tag und die nehmen zu, weil sie sich dann die ganze Zeit auch noch stressen. Und ja, mit dem Essen hat es erstmal nichts zu tun, mit der Menge unbedingt. Und es ist wirklich so, ja, bei manchen kann man dann auch sehen, so manche Kinder, ich war selbst auch immer so, dass ich nie zunehmen konnte. Also ich habe Unmengen reingestopft, ich wollte schon immer auch zunehmen, so jeder sagt immer, immer mal so dünn. Und als Kerl musste ich immer richtig reinstopfen und so. Und da hat man halt so Vorstellungen, ne, als Kind und gerade wenn man dann ein bisschen erwachsen wird und so. Und dann habe ich auch immer Unmengen gegessen. Und einfach nicht zugenommen. Und das kommt eben davon, weil der Körper bei manchen Menschen einfach nur diese Gifte innerlich einlagert. Und erst wenn er komplett überfüllt ist, dann geht es nach außen. Und man sieht dann zum Beispiel, ich habe da bei vielen Kumpels beobachtet oder Freunden, die ich von damals hatte, so die ab 20, 25 passiert so bei den meisten Menschen. Selbst die, die immer schlank waren, die nie zugenommen haben, die konnten essen, was sie wollen. So ein paar Kumpels, die konnten einfach reinstopfen, was sie wollten, ich genauso. Und die haben jetzt mit 20, 25, die haben immer noch eine schmale Statur vom Grundprinzip her, aber die nehmen trotzdem zu jetzt an Fett, dann kriegen sie einen Bierbauch. Und sind einfach so verfettet und das Gesicht wird immer fettiger und jetzt geht es halt nicht mehr so weiter ab 2025 so, da ist der Körper mal komplett voll, auch die Menschen, die eigentlich das nach innen einlagern, die Gifte. Und das heißt eben nicht zwangsläufig, dass ein Mensch, der dünn ist, dass der keine Gifte in sich hat, dass da nichts hochkommt beim Fasten. Das ist absoluter Quatsch. Jeder Mensch wird es merken, auch wenn er schmal ist, so dass er beim Fasten sehr viel Gifte ausscheiden wird, dass da sehr viel hochkommen wird. Und
Lauren Lockman hat zum Beispiel auch mal von jemandem erzählt, dass er jemanden hatte, der, oder eine, die ist zu ihm gekommen, die hat schon 14 Jahre Rohkost gemacht. Also 14 Jahre, hat sogar schon gefastet, aber sie hat sich nie die Zeit zum Ausruhen genommen und dann kommt es halt immer noch darauf an, wie man sich von Rohkost ernährt. Und er macht immer 30, 40 Tage Wasserfasten und da kam noch so viel hoch. Das ist wirklich, da kommt noch einiges hoch. Genau. Und jetzt mal zu diesem Thema mit Zunehmen, Abnehmen. Bei viele haben halt auch das Problem, wenn sie auf Rohkost umstellen. Genau das Gegenteil, dass sie halt zu viel abnehmen, dass sie, ja, die Leute sich dann Sorgen machen und so. Und das liegt halt daran, dass der Körper einfach das alte, dreckige Gewebe abbaut, da wo die Gifte drin sind. Und normaler Mensch, da ist wahrscheinlich mehr als der halbe Körper einfach nur mit Dreck verstopft und der wird komplett erneuert. Und wenn man das zu extrem macht, dann können die praktisch, ich sage jetzt mal, der falsche Körper, der abgebaut wird jetzt, da wird die Spanne zu groß zwischen dem neuen, der aufgebaut wird. Also ich baue hier so langsam einen neuen Körper auf und das alte Gift, das wird ausgeschieden und baut sich ab. Und wenn ich nicht aber gleichzeitig neu aufbaue, das gesunde Gewebe, dann kann es sein, dass man da zu viel abnimmt, weil man, tschack, weil der Körper einfach alles gleich am Anfang an Giften raushaut. Und dann, ja, dann ist es eben mal zu viel auf einmal. Das ist eigentlich auch nicht so schlimm, man kann da schon sehr weit runtergehen mit der Gewichtsgrenze, so in so einer Übergangsphase. Und das macht der Körper auch. Aber es ist dann extrem schwierig, wenn man das so schnell macht, in der Gesellschaft bei uns klarzukommen, weil das für jeden, der einen sieht, krank wirken mag, zu dünn wirken mag. Und es ist ja auch nur eine Übergangsphase. Es ist keine dauerhafte Phase, in der der Körper dann ist. Der Körper baut dann automatisch wieder auf. Aber ja, es dauert eben. Und deswegen würde ich halt jedem raten, der auf Rohkost umstellt, diesen Prozess einfach langsam zu machen. Dann nimmt man nicht so stark ab in dieser Zeit. Und dann kommt man auch besser mit dem Umfeld klar und muss sich nicht die ganze Zeit irgendwelche Sprüche anhören. Oder man nimmt sich halt eine komplette Auszeit in der Zeit oder macht es dann halt in Fastenphasen und baut dann wieder auf und so weiter. Aber nehmt euch da den Schutz in so einer Phase. Und zieht euch da zurück. In so einer Phase ist man eben sehr verletzlich, einfach weil man, ja, wie ein Baby, das ranwächst, es muss erstmal verwurzelt werden, es muss aus der Geborgenheit heraus handeln. Genauso eine neue Pflanze, die wächst. Das Korn am Anfang ist so verletzlich, da kommt ein Vogel, pickt das Korn weg. Wenn der Baum mal gefestigt ist und dann nach 3, 4 Jahren immer mehr Früchte tragen kann, dann kann man nach außen gehen. Ja. Und ja, das wollte ich eben mal loswerden. So, es heißt nicht unbedingt, wenn man dicker ist, dass man mehr Gifte eingelagert hat, muss nicht, kann. Man weiß es nicht. Man stellt es einfach fest, was hochkommt beim Fasten, wie gut man fasten kann, wie lange. Und man sollte es wirklich nicht übertreiben. Langsame, schrittweise die Ernährung umstellen immer. Ja, nicht von Allesesser in den Rohkost rein. Erstmal Allesesser, dann vielleicht mal vegetarisch, dann nach ein paar Monaten vegan und dann nach einem Jahr oder so mal immer mehr Rohkost integrieren, erstmal vollwertig essen. Und das wirklich schrittweise zu machen, erleichtert das Ganze vom Bewusstsein her mitzuziehen, um das Ganze zu verarbeiten für sich selber und auch im Äußeren dann. Um das Ganze gut, ja, zu vermitteln und mit dem Umfeld da gut klarzukommen. Sonst wird es einfach unglaublich schwierig und verlangt einfach sehr viel Disziplin, sag ich mal. Es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr unwahrscheinlich und ja, das mag eben auch Typsache sein, wie krass man da voranschreiten möchte, ob man sich die Zeit dazu selbst dann irgendwo nimmt und vielleicht auch mal ein Jahr abkapselt, was weiß ich, ein Jahr in die Tropen geht und das für sich da macht. Oder ja, es wäre so eine Extremkur dann, sag ich mal. Aber ja, so schaut es eben aus. Muss man schauen, was
einem beliebt. Man kann das Ganze eben steuern, indem man einfach dann wieder mehr isst, ein bisschen zurückgeht von der Ernährung, nicht zu krass umstellt einfach. Genau. Aber so viel dazu. Macht's gut, Leute. Ciao.